Wie du sehen kannst, ergibt dieses eine Kilo an Rindfleisch doch eine ganze Menge. Also es ist ein ordentlicher Fleischberg, der sich hier vor mir aufdämmt. Aber wie gesagt, durch das Dörren wird das Wasser ja zum großen Teil entzogen. Insofern kann man davon ausgehen, dass ein Kilo Rindfleisch ungefähr um die 500 bis 600 Gramm an Beef Jerky ergeben wird. Okay, also das Fleisch ist jetzt also geschnitten. Wir kommen dann zum nächsten Schritt. Wir kommen jetzt also zur Herstellung der Marinade. Und die Marinade ist wirklich das, was das Ganze so geschmacklich lecker macht. Der Vorteil ist, es gibt hier keine Vorgaben. Also hier ist wirklich der Fantasie freien Lauf gelassen. Oder kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Es gibt eigentlich meines Erachtens nur eine einzige Zutat, die überall drin sein muss, sollte in jeder Marinade. Und das ist eine Worcestersoße. Ja, also das ist einfach eine ganz, ganz leckere Soße, wer sie nicht kennt. Vielleicht ein bisschen eigen im Geschmack, wenn man sie jetzt alleine nimmt, aber in Verbindung mit verschiedenen anderen Zutaten wird das auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also das ist wirklich eine wichtige Zutat hier. Ich für meinen Teil habe mich noch entschlossen, hier ein paar Spritzer Balsamico reinzugeben. Ich werde auch noch ein bisschen Barbecue-Gewürz reinmachen. Etwas Chili-Schoten, die ich reinreiben werde. Und hier noch ein bisschen von der Gemüsebrühe. Also, das Ganze sieht dann letztendlich so aus. Das wäre das. Dann, wie gesagt, ein paar Spritzer von dem Balsamico. Ein bisschen Barbecue-Gewürz. Chili. Und davon nicht allzu viel, wirklich nur eine Prise, weil da ja eigentlich relativ wenig auf einen Liter Wasser soll. Wer es etwas schärfer mag oder wer keine geriebenen Chili-Stücke hat, der kann natürlich auch stattdessen oder noch zusätzlich etwas Tabasco mit reinmachen. Also, ich sag, man kann hier wirklich alles Mögliche noch reinmachen: Paprika, Knoblauch. Ich denke, man sollte es nicht übertreiben. Einfach ein paar gewisse Geschmacksnuancen einfach damit herstellen und vielleicht dann andere Gewürze für die nächste Marinade aufheben. Das ist jetzt eigentlich fertig schon. Also, diese Marinade ein bisschen umrühren noch. Und dann können wir schon zum nächsten Schritt übergehen. Gut, wir sind jetzt also beim nächsten Schritt angelangt. Das heißt, wir marinieren jetzt das Fleisch. Ich hatte vorher noch vergessen zu sagen, es ist wichtig, dass man in diese Marinade kein Öl gibt. Kein Pflanzenöl oder Olivenöl, wie auch immer, weil das nämlich nach gewisser Zeit ranzig wird. Ja, also Sinn und Zweck dieser Jerkies ist an sich, dass sie lange haltbar sein sollen. Das heißt, je dünner die Streifen sind, umso länger sind sie dann letztendlich auch haltbar, weil sie dann weniger Wasser enthalten nach dem Dörren. Das heißt, wer tatsächlich dünne Streifen macht und dünne Beef Jerkies macht und Öl reingeben würde in die Marinade, der hätte das Problem wahrscheinlich, dass es relativ schnell ranzig wird. Also eigentlich bis auf Öl kann man da wirklich alles oder sehr viel in die Marinade reingeben, je nach Geschmack und Vorlieben. Gut, zum Marinieren brauche ich jetzt solche Ziploc-Beutel. Ja, also das sind diese Beutel, die man durch Drücken dann oben verschließen kann. Was ich jetzt also mache ist, ich fülle jetzt diesen Beutel mit Fleisch. Bei einem Kilo wird es dann mehr bedürfen als einen so einen kleinen Beutel in der Regel. Aber es passt eigentlich mehr rein, als man das glauben würde oder erwarten würde. Okay. Also wer hier Ekel vor rohem Fleisch hat, für den ist das Ganze nichts. Der sollte das vielleicht dann sich besser von jemandem machen lassen. So, was ich jetzt also mache ist, und das kann man sicherlich geschickter machen, als ich das jetzt mache, ich gebe jetzt die Marinade hinzu.
So, mal schauen, wie das tut. Ja, da passt schon noch was rein. Natürlich nur so viel, dass man es auch noch ordentlich zumachen kann zum Schluss. Also ich denke, du siehst, worauf das Ganze hinausläuft. Ja, also zum Schluss will ich hier eine Tüte voll mit Fleisch haben. Und dieses Fleisch soll dann gleichmäßig mit Marinade bedeckt sein. Okay, also es sieht ganz gut aus, dass hier das komplette Kilo Fleisch in diese Tüte passt. Ich hoffe, es geht dann auch noch zu. Okay, also du siehst jetzt auch, du merkst von meinen Kommentaren, ich mache das auch nicht allzu häufig. Insofern ist es für mich auch immer noch ein bisschen experimentieren. Insofern, aber hier mal gesehen, das passt jetzt alles in einen Ziploc-Beutel rein. Die ganze Marinade, die wir gemacht haben, ist ausreichend für dieses eine Kilo. Okay, also ich verschließe das Ganze. Und ohne es zu sehr zu drücken, wir wollen jetzt hier keine Sauerei machen. Aber was ich schon will, ist, wir versuchen die Luft ein bisschen rauszupressen. Ja, bis zum Anschlag sozusagen. Also wunderbar. So, das ist jetzt natürlich noch lange, lange nicht fertig. Wir sind jetzt erstmal bei der Hälfte angelangt. Zeitlich gesehen war das jetzt ein Aufwand von 20, 25 Minuten, sage ich mal, inklusive Fleischschneiden, inklusive dieser ganzen Vorbereitung, die du jetzt gesehen hast. Jetzt kommt der zeitlich langwierigere Prozess, den du jetzt natürlich allerdings nicht auf Video verfolgen musst oder wirst. Das heißt, ich lege das jetzt über Nacht in den Kühlschrank, so wie es ist, und lasse es dort wirklich schön das Fleisch, diese Marinade aufsaugen. Das heißt, ich lasse jetzt die Nacht drin im Kühlschrank liegen und das Video geht dann weiter, wenn wir hier fertig sind. Nach gut 24 Stunden sieht das optisch nach wie vor so aus, wie wir das in den Kühlschrank gelegt haben. Natürlich ist das Fleisch jetzt durch und durch getränkt mit der leckeren Marinade. Sobald du die Tüte aufmachen wirst, wird dieser natürlich dieser leckere Duft entgegenströmen, dieser Marinade. Der nächste Schritt ist also jetzt, dass wir die Marinade ablassen sozusagen. Bitte mach nicht den Fehler, diese Marinade wieder zu verwenden. Also das ist leider, aus hygienischen Gründen sollte man das nicht machen. Einmal verwenden und dann ist es auch gut. Was wir dann als nächstes machen, ist, dass wir diese Fleischstücke jetzt auf einem Rost verteilen. Ich bevorzuge hier tatsächlich den Rost statt einer soliden Unterlage, damit einfach auch von unten die Luft noch ein bisschen besser ran kann. Der nächste Schritt besteht jetzt also darin, dass wir, wie gesagt, diese Fleischstücke schön feinsäuberlich auf dem Rost verteilen. Möglichst darauf achten, dass die Stücke nicht aufeinander liegen, sondern wirklich schön aneinander, damit die Luft so weit wie möglich von allen Seiten drankommt. Wenn jetzt hier Stücke dabei sind, wo das Fleisch noch rötlich ist, wo also keine Marinade drangekommen ist, ist es nicht schlimm. Es ist mit Sicherheit genügend Marinade an jedes Stück Fleisch rangekommen, dass jedes einzelne Stück wirklich diesen wunderbaren Geschmack der Marinade angenommen hat. Also wie gesagt, der Schritt jetzt in diesem Fall ist verteilen und danach geht es ab in den Ofen. Alright, also die erste Ladung ist vorbereitet. Hat es nicht alles drauf gepasst, also es ist deine Entscheidung, ob du dann noch einen zweiten Rost einfügen willst oder nicht. Hier riecht es auf jeden Fall schon wahnsinnig lecker nach marinierten Rindfleischstücken. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Das Ganze hier war jetzt natürlich nicht die super tolle Beschäftigung. Dauert ein bisschen rumgefieselt, um das auch ordentlich zu sortieren. Aber du wirst sehen, dass der Geschmack am Ende, die fertigen Beef Jerkys machen wirklich den ganzen Aufwand wert. Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei 10 Weeks Body Change, da ist auch nicht immer alles Zuckerschlecken sozusagen. Aber man weiß, dass das Ergebnis den ganzen Aufwand wert macht.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht es also ab in den Ofen für dieses Fleisch hier. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist am Ofen. Bei mir ist es so, ich habe hier eine spezielle Funktion zum Dörren. Und die werde ich deswegen auch verwenden. Das heißt, das Ganze ist natürlich alles mit sehr viel Luft, passiert das Ganze bei dieser Funktion. Temperatur 40 Grad ungefähr. Da ist natürlich auch Vorsicht geboten. Auch wenn man jetzt hier, in meinem Fall habe ich keine 40 Grad, das fängt bei 50 an. Das heißt, wenn du das auf 40 Grad einstellst oder unter 50 Grad, dann schau einfach nach einer halben Stunde oder nach Viertelstunde, ob tatsächlich die Temperatur gefühlt um die 40 Grad ist. Okay. Also. So. Die Zeit, die wir jetzt hier einstellen, sind 8 Stunden. Es bietet sich natürlich an, das nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Ja, also das ist meines Erachtens, also ich selber habe immer ein etwas mulmiges Gefühl, wenn ich Elektrogeräte so lange Zeit unbeaufsichtigt lasse. Insofern macht das vielleicht Sinn am Wochenende oder vielleicht so wenigstens über Nacht, wo man im Haus ist, was ich jetzt heute auch machen werde. Gut, jetzt in dem Fall kann ich es leider nur bis 2,5 Stunden maximal einstellen. Und nach 2,5 Stunden mache ich dann einfach weiter. Also wie gesagt, 8 Stunden sollte das jetzt auf jeden Fall bei 40 Grad hier vor sich hin arbeiten. Okay, da wären wir jetzt also. Nach circa 8 bis 10 Stunden im Ofen bei 40 Grad ist es jetzt also fertig. Und hier haben wir jetzt also unsere super leckeren Beef Jerky Stücke. Also der Arbeitsaufwand ist in diesem Fall wirklich nicht allzu groß. Es dauert einfach nur relativ lang, bis das Ganze dann fertig ist. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und lass es dir schmecken.